Hallo, willkommen bei Kompromissloses Verbinden mit ihm, denke ich, ist der Titel der neuen Serie, richtig? Das sehen, hallo. 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 Ja, wir dürfen nicht vergessen, es ist immer ein Aussortierungsprozess, der im eigenen Geist stattfindet, nicht wirklich von außerhalb von Raum und Zeit, weil da ist alles bereits vollkommen in Verbindung und in der Singularität, aber im eigenen Geist wird es so empfunden, als ob etwas beendet wird, etwas Neues beginnt, und in dem Sinne sortiert sich eine alte Idee aus, verliert sich eine alte Idee, sagen wir dazu, und eine neue Idee kommt in den Geist, und in Wirklichkeit passiert das ja jeden Moment. Und die Frage ist eher, warum ist nicht Gott die neue Idee sowieso akzeptiert jeden Moment? Und es würde überhaupt keinen Zweifel daran geben. Und es würde ja auch überhaupt in dem Sinne keine Bemühungen notwendig machen, hier in irgendeine Richtung etwas ja, ausrichten zu müssen, im Geist üben zu müssen oder einen Hinweis darauf haben zu müssen, wie ja auch in der heutigen Lektion 256 gemacht wird. Ne? Hast du dir schon mal überlegt? Ich hoffe, du bist bereit. Wir werden es ein bisschen interaktiver gestalten, wenn das so möglich ist. Was das für dich eigentlich bedeutet, dass Gott das einzige Ziel ist, das du heute hast. Gott ist das einzige Ziel, das ich heute habe. Ne? Und weshalb brauchst du so eine Idee überhaupt? Ne? Was nutzt dir diese Idee? Und weshalb ist es nicht in deiner Natur anzuerkennen, was du bereits in der Schöpfung selbst erhalten hast? Die Lektion wird ja beendet. Wir haben kein anderes Ziel als deine Stimme, die Stimme, die Gottes, die Stimme, die für Gott spricht, zu vernehmen und den Weg zu finden, denn dein heiliges Wort uns wies. Das ist ja auch bereits, es ist bereits gewiesen worden, das heilige Wort. Es ist bereits empfangen worden. Und so möchten wir, unser Vater, auf dem von dir bestimmten Weg zu dir kommen. Da liegt irgendwo sehr wohl die Antwort. Möchtest du mit mir darüber sprechen oder dich gleich mal einbringen darin? Was meinst du, weshalb es ist, dass du so eine Idee überhaupt brauchst, dass so eine Idee in deiner Geistesschulung auftaucht, dass Gott das einzige Ziel ist, das du hast und dass du dich daran erinnern sollst oder erinnern musst, willst. Für mich ist das ganz wichtig zu hören, weil ich sonst so orientierungslos bin. Ich bin immer in einer Suchbewegung und merke, es ist nicht richtig und bleibe aber in der Suchbewegung. Und wenn ich den Satz bekomme, Gott ist das Ziel, dann weiß ich, ach, ich muss es nicht mehr in irgendwas anderem suchen. Also, du sagst, dass da etwas in deinem Geist dann ist, das dich ja überhaupt, sagen wir mal, das verlieren lässt oder das dann wieder die Ausrichtung suchen lässt. Lass uns da mal kurz hinblicken. Wenn du da in eine ganz konkrete Situation in deinem Geist gehst, ne, wenn als das vielleicht das letzte Mal passiert ist, heute wahrscheinlich oder kurz vor dieser Sendung oder auch nicht oder vor einem Jahr, das spielt ja keine Rolle. Kannst du da teilen, was deine Identität oder deine fehlgeleitete Identität war? Kannst du darüber etwas sagen? Womit hast du dich identifiziert? Was hast du in Bezug in deiner Erkenntnis, in deinem Geist wirklich gehalten, dass du dann diese Ausrichtung wieder gebraucht hast, um zu sagen, ah ja, wo bist du gewesen?
Ich war im Urteil. Ich habe Okay. ganz, ich habe ein, ich war mit einer, mit einem meiner Kinder in einer, beim Kinderarzt und es lief jemand mit Maske an mir vorbei. Ja, Und ich musste okay. die, mich zuhalten und ich habe ein Urteil gegeben. Ja, so sagen wir einfach, weil es könnte irgendein Bild sein, ne? Der Ja. menschliche Geist urteilt sowieso den ganzen Tag hindurch, wenn er im Träumen ist, ne? So sagen wir einfach, du bist dir gewahr geworden über Urteilen eines Bildes in deinem Geist. Was hat dieses Bild in deinem Geist abgebildet? Trennung. Trennung Schmerz. ist eigentlich schon die Erkenntnis darüber, das ist richtig. Aber was hast du gesehen und wahrgenommen, dass du überhaupt dann entschlossen hast, das will ich jetzt beurteilen? Du warst dir da ja gar nicht bewusst, dass du in Trennung bist, sonst hättest du ja gar nicht beurteilt, ne? Wenn du in dem Moment, wo der Geist bewusst ist, ich bin in Trennung, geht er eigentlich schon nach Hause und ist da bereits in der Alternative oder wird die Alternative anwenden. Was hast du wahrgenommen in dem Bild, dass du dich gerechtfertigt gefühlt hast oder dass du in dem Sinne, es ist ja alles eine Wahl, dass du gewählt hast in dem Moment, okay, das beurteile ich jetzt als endlich einer mit einer Maske oder schon wieder eine Maske, gib mir nicht das mal. Ne? Du musst ja sehen, es geht ja in beide Richtungen, das Urteil. Ne? So, was hast du wahrgenommen? Wenn wir das Bild jetzt ein bisschen auseinandernehmen oder ein bisschen im Detail uns ansehen, was als wirklich geglaubt wird. Du hast eine Maske gesehen, okay? Ja. Ja, okay. Hat diese Maske, ist die Maske irgendwo auf einen Tisch gelegen und du hast geurteilt oder hat die Maske jemand getragen? Sage es. Die Maske wurde getragen von einer jungen Frau. Die Maske wurde getragen von einer jungen Frau. So, wofür steht denn das? Wo hat das eingeklinkt in deinem Geist? Also mein Sohn hat mich danach gefragt, was ist da passiert? Weshalb urteilst du? Ja. Ich habe im Gespräch mit ihm gemerkt, ich, also es ist ein Trigger. Es fällt sofort wieder auf, es fällt bei mir auf etwas, was vergangen ist. Ich wurde so und so behandelt, weil ich das nicht gemacht habe. Okay, so wir gehen nicht in eine Analyse, ne, sondern wir schauen Nee. uns nur die Bilder an, damit da Ja. Gewahrsein reinkommt, weil das übergeben wir ja dem Heiligen Geist. Ne? Ja. So, und du Genau. sagst ja, wie hast du es gerade zum Schluss ausgedrückt, dass in dir etwas getriggert wurde oder Ja. Was vorbei ist. was vorbei ist. So, womit hast du dich identifiziert? Welches Bild wurde getriggert, was bereits vorbei ist? Womit Na, du dich sowohl identifizierst? mit dem Opfer als auch mit der Besserwisserin. Ja gut, das sind dann in dem Sinne absolut Termini, wie wir sie dann eigentlich in der Analyse dann zuordnen können. Aber so ganz grundsätzlich, welcher Teil, es muss sich ja etwas bedroht fühlen, dass überhaupt der Geist hergeht und reagiert. Und beginnt zu urteilen. Was hat sich bedroht gefühlt? Hilf mir. Bitte? Hilf mir. Weiß es jemand? Na, bleib erstmal, die Hilfe ist eh da, die läuft ja gerade, ne? So, vielleicht muss ich es ein bisschen anders dann befragen oder das Bild malen und das klar zu entdecken, ne? So, noch einmal, ich wiederhole noch einmal, dass ich hergehe und auf ein Bild reagiere, bedarf, dass ich mich mit etwas identifiziere, das ich wirklich halte, wertschätze, können wir hinzufügen. Und das bedingt auch meine absolute gerechtfertigt, mein Gerechtfertigtsein darauf und damit zu urteilen. Aber wo ich nicht hinblicke, ist,
womit ich mich identifiziere, das nun durch dieses Bild der Maske dieser Frau bedroht wird. Da will ich nicht hinblicken. Und das wollen wir jetzt erkunden. Ja. Vielleicht, also der größere Zusammenhang und nicht psychologisierende ist der, dass ich mich mit diesem Körper identifiziert habe. Genau, das ist die richtige Antwort. Das ist die einzige richtige Antwort, Helene. Schau, es ist ja ganz offensichtlich, ne, dass wenn ich diese Frau sehe, lass uns das ruhig so ganz langsam rekapitulieren, ne, wenn ich diese Frau mit der Maske sehe, und was sie eigentlich mir reflektiert, du hast sie gesagt, was vorüber ist, was vergangen ist, ist das das Bild, dass sie repräsentiert eigentlich die Idee von einer Seuche oder einer Krankheit, die wir heute noch Corona nennen und in ein paar Jahren wahrscheinlich schon ganz an einen anderen Namen geben. Aber es ist ja dieselbe Idee und dieselbe Reaktion. Und vor 100 Jahren oder vor 200, 300 Jahren haben wir best dazu gesagt oder war eine andere Bedrohung da. Aber es steht für eine Reflexion von auch etwas ganz Grundsätzlichem, dass hier etwas demonstriert wird, was einen Schutz bedarf, nicht wahr? Dass dafür steht ja die Maske. Ich muss ja etwas beschützen damit. Und ich will mich beschützen. Vor was? Vor was will ich mich denn beschützen? Wofür steht denn diese Seuche, Ja, die vor dem Tod, vor klar. dem Tod, das ist ganz wichtig, ja? Was ist das Einzige, was sterben kann? Körper. Der Körper, hier sind wir. So, hier ist der Punkt, 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 ne? Was getriggert wird, ist, dass ich in Wirklichkeit gebeten werde, hinzublicken, ob damit, womit ich mich identifiziere als Mensch, als Körper, wirklich dem Tod geweiht ist und sterben und dem Tod ausgesetzt ist oder gar nicht anders kann, als zu sterben. Ja? Oder kann ich eine andere Identität annehmen, die nicht sterben kann? Und das sind tatsächlich absolut diese Punkte, die in solchen Situationen dann das Urteil oder die Verurteilung herausfordern und triggern. Wenn ich mit dieser heutigen Lektion, ne, die ja eigentlich darüber lehrt, über Vergebung, und Vergebung ist ja auch notwendig, offensichtlich mit der Idee, ich sei ein Körper oder ich identifiziere mich mit einem Körper. Aber lass uns mal hier kurz hinblicken auf die Einleitung zu dieser Serie der Lektionen 251 bis 260. Und dann sehen wir, dass er eigentlich, worüber wir jetzt sprechen, es als Sünde bezeichnet und definiert unter anderen Definitionen, und ich verweise hier auf den zweiten Absatz, dass der Körper das Instrument ist, dass der Geist in seinen Mühen, in seinen Bemühungen, sich selbst zu täuschen machte. Ja? So, hier wird der Hinweis gegeben, dass in dieser Körperidentität ich in einer Selbsttäuschung mich befinde. Ja? Und dass der Körper, wie ich ihn hier sehe oder nach wie vor wähle zu sehen, das Instrument ist, dass der Geist in seinen Bemühungen sich selbst zu täuschen machte. Und sein Zweck, und hier ist es wieder, des Körpers Zweck ist Streben. Und somit ist dieses Bestreben, dieses Bemühen eine Fakultät, die mit dem Körper ganz, also aus der Ego-Denkweise, immer in Verbindung steht. So, was werden jetzt mit dem Beispiel, das wir uns gerade ansehen, das Bemühen des Körpers, das Bestreben, um seinen Zweck zu erfüllen? Es wäre entweder, wie wir es herauskristallisiert haben, es wäre entweder, ich muss mich vollkommen, total schützen, ja, das heißt, ich muss mich wirklich so einzäunen, dass hier nichts von außen mich bedrohen kann. Und das ist ein Bestreben, ne? Da wird viel Bemühung gesetzt.
Oder ich gehe selbst her und werde jetzt einen Weg einschlagen, der mich zumindest auflockert von dieser Bedrohung und ich mich nicht mehr so bedroht fühlen muss. Na, okay, ich blicke in den blauen Himmel und verschwinde mit den Wolken und fühle mich ganz erhoben und sehe eigentlich nicht, dass da irgendetwas da ist, wogegen ich mich verteidigen müsste oder aufregen müsste. Aber dass ich hier ein Mittel zum Zweck hernehme, ist bereits eine Bemühung. Auch dass ich sage, ich werde mir selbst vergeben, dass ich mich mit diesem Körper identifiziere, ist zuerst ein Mühen, das buchstäblich als Bedeutung dem Körper gegeben wurde in seinem Streben nach einer Lösung. Doch, nächster Satz, kann das Ziel des Strebens sich verändern. So, hier wird eigentlich hingewiesen, dass ich jetzt den Körper verwenden kann, um eine wirkliche Alternative herauszukristallisieren, die mir dann auch zeigt, dass ich nicht ein Körper bin, dass ich frei bin, was die Wahrheit ist. Ne? Und nun dient der Körper einen anderen, noch immer angestrebten, und das Wort ist wieder so wie in der heutigen Lektion, Ziel. Es ist hier ein neues, ein anderes angestrebtes Ziel, wofür der Körper nun eingesetzt wird. Wonach er jetzt sucht, wird durch das Ziel gewählt, das der Geist als Ersatz für das Ziel der Selbsttäuschung angenommen hat. Aber natürlich muss ich zuerst mal sehen, dass ich mich selbst täusche, ne? Zuerst muss ich mal eingestehen, okay, so wie es im ersten Satz heißt, dass es ein Instrument im Geist zur Selbsttäuschung ist, was ich als Körper wirklich halte oder wertschätze oder mich damit beschützen möchte. Die Wahrheit kann ebenso sein Ziel sein wie Lügen, wie die Lügen des Ego, der Ego-Denkweise. Die Sinne werden dann stattdessen nach Zeugen dessen suchen, was wahr ist. So, alle Sinneswahrnehmung wird dann ausgerichtet, um eine Bezeugung zu finden von ich bin kein Körper, ich bin frei, ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf. Das wären eigentlich unsere Gespräche unter uns als Brüder. Das wären eigentlich unsere Bezeugungen, wie wir uns, welche Erfahrungen wir haben im Licht, in der Verbindung, im reinen Geist. Aber wieder zurückzukehren auf die ursprüngliche Idee, wie sie sich präsentiert, dass Gott das einzige Ziel ist, das ich heute habe, und hier zu vergeben ist der Weg zu Gott, wie der erste Satz aussagt. Und noch einmal anzureißen, weshalb benötige ich überhaupt so eine Idee? Die Antwort ist, weil ich mich nach wie vor als Körper identifiziere, beziehungsweise dem Körper einen bestimmten Wert beimesse, den er in Wirklichkeit nicht hat. Und somit bedarf es einer richtigen Erfahrung, einer Erfahrung im Lichte der Schöpfung selbst, die mir zeigt, was, dass da in Wirklichkeit gar nichts da ist. Da ist weder ein Ich da in einem Körper, noch ist da ein Körper da. So, diese offenbarende Erkenntnis ist wirklich, was uns Jesus in seiner Auferstehungsdemonstration hier auch in diesem Kurs in Wunder mitteilen möchte und uns einlädt, nun für uns selbst in Erfahrung zu bringen, dass ich das beginne zu leben. Du darfst dir nicht vergessen, dass die Erkenntnis, diese offenbarende Erkenntnis, ja nicht eine ist, die mit Tod beginnt. Das ist nicht eine Idee, die beginnt und sagt, okay, hier ist der Körper und er wird jetzt krank und alt und stirbt und dann ist er auferstanden oder wird er auferstehen. Ja? Sondern das wird sehr häufig missverstanden und dadurch die Idee des Todes nach wie vor zu rechtfertigen und aufrechtzuerhalten. Sondern das, was Jesus demonstriert oder lehrt, auch durch das, was er genauso wie du, genauso wie ich
in einer reinen Erfahrung als Lichtgeist, sagen wir mal, in einem vollkommenen Einssein mit Gottes Geist erkannt haben, und selbst wenn es nur eine Nanosekunde, sage ich dazu, war oder ist, ne, ist tatsächlich die Nicht-Existenz dieser Illusion Körper zu jedem Moment. So, was Jesus, was wir als Auferstehungsgeschichte oder Lehre von Jesus bezeichnen, ist in Wirklichkeit eine Erklärung, eine Tatsachenerklärung, was ganz klar erkannt wurde, dass da nichts da war, was gekreuzigt werden konnte und sterben konnte. Und dass diese Antwort gab er dann auch viel später nach dem Kurs an Helen Schackman in den Special Messages, als sie fragte, gab es eine körperliche Auferstehung? Und er sagte ganz einfach in mehreren Absätzen, aber der wesentliche Satz war, dass der Körper verschwunden ist, weil er die letzte Illusion darüber verloren hat. Das heißt, diese Illusion ging verloren, war nicht mehr im Geist, wurde nicht mehr daran festgehalten und wurde, der Geist konnte sich daran nicht mehr anhaften, noch ausrichten. Er hat nicht gesagt, ich bin am Kreuz gestorben und dann habe ich das erkannt. Was er eigentlich zum Ausdruck bringt, ist, das ist deine Identität, deine Wirklichkeit jetzt, war sie zu jedem Zeitpunkt und wird sie zu jedem Zeitpunkt sein. Da ist nichts da, was sterblich ist. Da ist nur da entweder die Erinnerung daran, an diese Erkenntnis, an die Wahrheit, wie wir es gerade gehört haben, in diesem Absatz der Einleitung, oder weiterhin ein eigenes Denksystem, das träumt und sich mit dem Körper identifizieren will, weil es nach wie vor einen Nutzen darin sieht. Aber da ist, wo es für uns lang geht, wenn wir wirklich da mitgehen mit dieser Erkenntnis der Wahrheit, dann können wir nicht so tun, als ob wir jetzt mit dem Körper bin ich ja noch zufrieden und jetzt bin ich hier und jetzt studiere ich halt diesen Kurs und gehe zu all diesen Sessions und Meetings, ne? Sondern die Einladung ist, lass uns ganz klar anerkennen, was die Wahrheit ist. Und die Wahrheit ist, da war nie so etwas da wie ein Körper, mit dem ich mich identifizieren konnte. Ich habe nur geträumt. Ich habe es nur halluziniert. Nichts an diesem Traum, an dieser Halluzination ist wirklich. Weder gewesen, noch jetzt, noch wird sie jemals sein. Und das ist die kompromisslose Botschaft und Lehre von Jesus Christus und von jedem erwachten Geist, der ehrlich mit seiner Erfahrung ist, kann nicht anders als dasselbe für sich zu bezeugen. Ich bin auch nur hier, um das für mich zu bezeugen. So, und jetzt können wir zurückgehen auf die Situation, wie sie wahrgenommen wurde, und sehen, ob dieser Prozess der Umwandlung, was Vergebung jetzt ist als Weg, möglich erscheint, um Zeit einzusparen. Jetzt kann ich zurückgehen, genau in die Situation, wie du sie beschrieben hast, Helene, und sehen, ob ich an dem Punkt, an dem ich begann, das Bild zu beurteilen, einen anderen Ansatz in meinem Geist finde, eine Alternative in meinem Geist mich erinnern kann, dass es so etwas gibt, das mir ein anderes Resultat bieten wird. Kann ich in so einer Situation tatsächlich in diese Erinnerung eintauchen, ja, lass uns mal das so ausdrücken, und mich erinnern, dass ich das jetzt träume und dass mir bereits ein Alternativbild, sagen wir mal so, was ein ganzes Bild ist, ein Inhalt, ein geistiger Inhalt in meinem Geist ist, eine Erkenntnis in meinem Geist ist, dass da nichts da ist, was ich sehen kann,
womit ich mich identifizieren könnte, was mich bedrohen könnte, was ich verteidigen müsste, was ich beschützen müsste gegen äußere Einflüsse und letztendlich letztendlich so weit aufrechterhalten müsste, damit irgendetwas auf der Zeitlinie sich mir zeigen könnte, das, was der Alternative entspricht. Habe ich diese Möglichkeit, dies im gegenwärtigen Moment zu erinnern? Ohne, verstehst du, ohne dass ich jetzt ein Buch aufschlagen müsste, ohne dass ich jetzt, jetzt muss ich schnell in Session gehen und mir was anhören, damit, ja, hast du diese Kraft, hast du diese, zumindest hast du diese, ja, ganz genau, ganz genau. Willst du es sagen für alle mit offenem Mikrofon? Ganz klar, ich habe das. Okay. Kann ich. Selbst dieses Eingeständnis, ich habe diese geistige Offenheit, lass uns mal sagen, oder ich habe diese auch Möglichkeit, diese Kraft, diese Power in meinem Geist, dass das für mich möglich ist, zeigt bereits auf, dass du es wissen musst. Wenn du die Energie dazu, um dich daran zu erinnern, findest, dann hast du auch die Quelle dessen, worauf sich die Energie richtet. Verstehst du, wenn wir eine Energie haben, ein Ziel zu verfolgen, das Ziel wäre, ich will mich erinnern, dass ich hier träume und dass nichts von dem hier wirklich ist oder überhaupt hier ist, dann weiß mein Geist bereits, dass es nicht wirklich ist und nicht hier ist. Dann ist bereits diese Erkenntnis im Geist, in deinem Geist gesetzt. Und das ist eine gute Nachricht, nicht wahr? Dann kommen wir zu einem wesentlichen Punkt, wie ich begonnen habe, die Frage zu stellen. Und weshalb würde ich das jetzt verleugnen wollen und nun einen Weg für mich definieren, der noch Zeit benötigt, um mich wieder zu erinnern, wenn es bereits in meinem Geist ist, wenn es bereits mir gegeben wurde. Und du siehst, selbst so eine Frage hilft mir sehr wohl, um wieder Zeit einzusparen, weil an dem Punkt würde ich irgendwo in meinem Geist zu lachen beginnen, ja? Weil erkannt werden würde, das ist ja eigentlich ein, was für ein Spiel mache ich denn da mit mir selbst? Ne? Was ist denn das für ein uralter Wahnsinn, den ich da aufrechterhalte? Ne? Den ich da dann als Ignoranz eigentlich darstelle, anstelle mich sofortig oder diese Erinnerung, wer ich bin, in keinem Moment verliere und anzweifle, weil es ja sowieso schon bereits da ist und gegeben ist. Ja, kannst du dem folgen? Gut. So, wir können das wieder öffnen zu, was immer für Fragen in dem Zusammenhang. Ja, natürlich sind wir jetzt von einem ganz praktischen, persönlichen Beispiel in den Himmel gegangen. Ne? Wir sind den ganzen Weg durchgegangen und haben eigentlich gesehen, dass wir keine Zeit benötigen in Wirklichkeit, um uns zu erinnern, wer wir sind und was uns bereits gegeben wurde. Eva, wir sind gar nicht den ganzen Weg gegangen. Vielen Dank für die Abkürzung. Ich musste nicht jetzt ewig an diesen, was triggert mich und wo mache ich Schuld und Opfer. Ich konnte, danke, den Ja, direkten Weg über danke den dir Körper für treffen. das wirklich ganz tolles Beispiel.
Ja, und wie du auch gesehen hast, ist, sicher geht der Geist her, und das ist auch Teil davon, dass bestimmte psychologische Antworten oder dann im Herauskristallisieren, wie du sagst, wo der Geist dann in das Schuldgefühl geht, oder auch selbst dann wieder in die Angst wirklich macht und aus der Angst weiterhin gleichermaßen reagieren möchte oder würde, ne? Wie das in dem Sinne in einem klaren Sehen, worum es sich handelt, auf der Ebene der Identität selbst, ne? Weil Identität geht natürlich in zwei Richtungen. Da ist eine Identität, die das Ego benutzt, und da ist eine Identität großgeschrieben, die in dem Sinne nur erklärt, was wir nicht verloren haben und wer wir nach wie vor sind, ne? Und so, wenn ich in jedem Moment ganz klar für mich habe, ob ich diese eine einzige Identität für mich annehme oder ob ich nach wie vor wähle, eine kleine, nichtsbesagende, bedeutungslose Identität, mit der Ego-Geist ständig am Spielen ist, nach wie vor für mich wirklich halte, ne? Dann sehe ich sofort, dass ich hier dass ich eine Wahl für zwei Richtungen habe und verfolge und sie auch jeden Moment exerziere, ne? Und dass ich, okay, jetzt habe ich vergessen, ich habe mich identifiziert als Körper mit einem Körper und mit all diesem Katzenschweif, der damit geht. Aber ich habe diese Kraft, mich sofortig zu erinnern, was als meine wahre Identität bereits da ist und gegeben ist. Ja? Dann brauche ich überhaupt keine Idee von einem Ziel und was das Ziel wäre. Dann brauche ich nicht hergehen und einem Weg folgen zu einem Ziel, sondern dann mache ich das Ziel zu meinem Erlebnis, zu meinem Leben jetzt. Dann das Ziel ist bereits das Ende, wo ich mich jetzt befinde. Und solange das nicht gesehen wird, was bereits ja da ist und gegeben ist, werde ich natürlich diesen Weg der Vergebung benötigen. Genauso wieder, wie er es in der Lektion schreibt. Und er spricht von Reinheit, strahlend als jedes Licht, von der Liebe, Grenzenlosigkeit, Stärke, grenzenlose Liebe Gottes selbst, ne? Weil das sind die Vorstellungen des Ziels, aber das ist bereits Teil der einen Identität des Gottessohnes. So, wenn ich über etwas spreche, womit ich mich identifiziert habe als im Ego-Geist, dann spreche ich eigentlich nicht von mir, ja, sondern dann spreche ich von dem jungen Mann, dem kleinen Jungen, der vergessen hat und nach wie vor in einem bestimmten Spiel sich befindet und eben seinen Traum so erfahren will, weil dann auch nicht klar gesehen wird, dass ja da nichts da ist, was bedroht werden kann. Ja. So auch an dem Punkt reden wir nicht wirklich von uns selbst, ne? Sondern wir reden von einem Geist irgendwo auf der Zeitlinie in der Vergangenheit, wo diese Identifikation noch stattfand. Wenn wir von uns sprechen, dann sprechen wir genau von dieser, meine Identität großgeschrieben, von der Identität und diesen Qualitäten, wie sie hier aufgezählt werden in der Lektion 256. Dann sprechen wir von, das bin ich. Ich bin, ist es ja eigentlich, das Ich. Ne? Das Ich bin, wie Gott mich schuf. Und natürlich, was immer dann gebraucht wird, am Weg zu dieser Erinnerung, dass ich mich hier Zeit einsparen kann und mich jetzt daran erinnern kann, ist in Wirklichkeit, in dem wird auch gesehen, dass es gegeben wird und gegeben ist.
in dem Moment, wo es auch erbeten wird, wo diese Kommunikation mit seinem Geist eröffnet wird. Ne? Und so hast du eigentlich begonnen, das war deine erste Aussage im Sinne von Hilf mir. Ne? In dem Moment, wo ich eigentlich eingestehe, so wie ich es sehe als bedrohendes Bild, das stellt mich nicht zufrieden. Irgendwo erkenne ich an, das bin nicht ich. Ne? So, hilf mir, mich zu erinnern, wer bin ich denn? Ne? Ja, möchte jemand was dazu sagen oder mit einsteigen in das oder etwas hinzufügen oder weiterfragen im Detail dazu? Also ich bin total dankbar, dass wir heute darüber so sprechen, weil mich das total aus so einer Ideeschleife rausgeführt hat, die ich immer mal wieder entwickle. Nämlich, wenn ich so im Licht bin mit all den Brüdern, dann habe ich überhaupt keine körperlichen Einschränkungen mehr und alles ist ganz cool. Und dann kommt die Idee so rein, oh. Magische Mittel, das brauche ich alles nicht mehr. Das kann ich alles vergessen. Und das funktioniert dann auch eine Weile ganz gut und dann funktioniert es nicht mehr so gut und dann fängt die Schleife an und irgendwie auch so eine Art, ich verpacke es in Selbstbeobachtung und denke so, ja, guck mal. Und der Fokus kommt immer stärker auf den Körper, immer stärker. Und ich verkleide es immer noch mit, ja, ich gucke einfach mal und ich schaue mal, wie ich geführt werde. Aber ich habe schon gemerkt, also da irgendwas ist da nicht so ganz richtig. Und jetzt hier in diesem Zusammensein wurde das so ganz deutlich, dass es sozusagen so eine, also das, was ich da mache, ist Ego-Kreislauf. Und es ist eine andere Form der Entscheidung, die ich treffe. Und dann kann ich erst auch mit der Hilfe irgendwie eine Entscheidung treffen, nehme ich jetzt weiter magische Mittel oder tue ich es nicht? Alles andere, was da vorgesetzt ist, ist irgendwie Gedankenfurz. Ja, du sagst das richtig, Christiane. Und schau, alle magischen Mittel in dem Sinne sind ja dafür da, um die Körperidentität aufrechtzuerhalten, ja, und weiterhin zu bestärken. Und sicher ist das alles auch eine Idee, ein Gedanke, der die Quelle noch nicht verlassen hat, ne? Und ich kann es auch nicht in dem Sinne. Und das würde auch nicht zum Ziel führen, das haben wir auch schon ausprobiert, ne? Etwas zu erzwingen oder dann so zu halten, dass ein Entzug erfahren wird. Und das funktioniert natürlich auch nicht, ne? Das haben wir mit allen möglichsten, ob es jetzt um die Heilung des Körpers geht oder ob es jetzt darum geht, dem Körper etwas Besseres zukommen zu lassen, indem Diät und was immer für Ideen, wie eigentlich die Körperwirklichkeit verbessert werden kann. Ne? Unzählig, ne, ist die Liste, nicht wahr? Und das ist natürlich alles eingereiht in magische Hilfs- und Heilmittel. Ne? Aber es steht immer im Zusammenhang, das mit der Idee des Körpers. Ne? So, und das braucht natürlich auch einen Moment. Ne? So, wenn diese Erinnerung reinkommt, wie wir sie gerade geteilt haben, dass
dieses Potenzial da ist, mich erinnern zu können. Das heißt, ich erkenne an in dem Moment, dass ich das, was ich meine zu sein oder was ein Problem hat hier im Traum, ne, als Körperidentität, ja überhaupt gar nicht da ist und nicht gesehen werden kann. Dann zumindest beginne ich hier zu üben, dass das, was ich appliziere auf diese fehlgeleitete Wahrnehmung, dass ich es zumindest so ausrichte, bis wirklich im Geist nichts mehr da sein wird, was irgendetwas dieser magischen Mittel noch von Nutzen sieht oder anwenden, einsetzen wird. Und wenn wir uns das genauer ansehen, ich meine, wo wir ja kaum darüber sprechen, aber was natürlich das magische Mittel Nummer eins ist, ist ja die Nahrungszufuhr. Ne? Das ist das magische Mittel Nummer eins. Ne? Das wird ja nie in dem Sinne in Frage gestellt und geschweige denn, ne, außer, okay, jetzt mache ich eine Fastenkur, ne, das ist dann beschrieben in einer bestimmten Zeit. Und das sind ja alles nur Experimente. Letztendlich, das tut ja nichts, ne? Weil es ja auch nur Teil der Magie ist, halt in die andere Richtung. Ne? Okay, hier ist meine Abhängigkeit von dem Körper Nahrung zu führen und jetzt praktiziere ich, keine Nahrung mehr dem Körper zuzuführen, aus was immer für Gründen, ob das jetzt der Grund ist, weil ich so entschlossen bin am spirituellen Weg, das machen zu wollen, oder ob ich aus einem psychologischen Stress heraus oder irgendeinem Schaden, der mir emotional zugefügt wurde, das sich so entwickelt. Ne? Aber es ist ein magisches Mittel. Ne? Und wir werden nicht von hier gehen, in dem Sinne, dass wir hier lang beweisen müssen, zu fasten und dass das der Weg raus wäre, weil das Fasten wird dann im Ernährungsentzug das ist ja eh alles untersucht, wie lange das physische System sich aufrechterhalten kann, bis die Organe kollabieren. Ne? Und das ist ja alles wissenschaftlich gut beschrieben. Ne? Und ob das jetzt ein paar Wochen sind oder ein paar Monate, was, wen kümmert schon, auf jeden Fall hat es seine Begrenzung auf der Zeitlinie. Ne? Sondern der Geist wird in seinem Erwachen und in seinem vollkommenen Erinnern des auferstandenen Geistes und damit das Loslassen der Illusion Körper einfach nur, auch wenn es nur ein Moment ist, vollkommen klar sehen, dass hier dieser Idee nichts zugefügt werden muss, noch in Verbindung steht. Ja, mein Essen und Ernähren des Körpers steht in Wirklichkeit nicht in Verbindung mit der Körperidentität. Ich habe es nur in Verbindung gesetzt und damit aufrechterhalten. Das ist wieder eine Wahl und ein Selbstkonzept, um das Ganze dann beweisen zu können, wie, oh, siehst du nicht, ich bin ja so erfolgreich, ich kann diesen Körper ja 60, 70, 80, 90, 100 Jahre lang aufrechterhalten, ne? Dadurch, ne? Aber in dem Moment, in dem auch klar gesehen wird, dass diese Mittel, die alle magische Mittel sind, keinen Nutzen mehr haben und losgelassen wird, wird natürlich auch von dem Bedarf überhaupt des Körpers losgelassen. Das Letzte ist Kommunikation, ne, wie er es im Kurs beschreibt. Und Kommunikation ist dann wirklich sofortig. Geist mit Geist, Geist zu Geist. Ne? Da wird sofortig, wenn Kommunikation hergestellt ist, was wir in einer Lichterfahrung im Teilen des Lichtes des einen Geistes ja in Erkenntnis bringen. Und wie du richtig gesagt hast, da ist ja keine Körperwahrnehmung da. Damit ist auch der Nutzen des Körpers zumindest in Frage gestellt. Beziehungsweise in den Momenten ist der Nutzen beantwortet, als ich habe keinen Nutzen mehr davon, weil ich keine Wahrnehmung darüber mehr habe. Ne? Und so finden auch die verschiedensten spirituellen Methoden und Wege
die das auf der, sagen wir mal, so langsameren Art und Weise an dem Suchenden angeboten werden, gehen ja in diese Richtung. Ja, egal jetzt, was es ist, ob es östliche oder westliche Philosophie ist. Es ist alles ein Experimentieren und zu sehen, ob ich jetzt Vipassana mache oder sonst irgendwas oder in die Präsenz der Göttlichkeit einer Gottheit eintrete, werde ich sehen, dass diese Wahrnehmung einer Körperidentität keine Bedeutung, keine Wichtigkeit oder keinen Nutzen hat. Ne? Und trotzdem, warum geht es überhaupt wieder, dass ich mich dann finde, okay, und jetzt bin ich hier, wie bin ich wieder, oder jetzt bin ich aus diesem Geisteszustand wieder in meinem menschlichen Geisteszustand oder wie immer wir das beschreiben möchten. Ne? Der Grund ist ja nur, weil Ideen ihre Quelle nicht verlassen haben. Ne? So die Idee, einen Nutzen zu haben, kommt wieder zurück, solange diese Idee nicht vollkommen transformiert ist. Und aus diesem Grunde geht es, egal welche Methodiken wir uns angezogen fühlen oder bevorzugen oder praktizieren, geht es letztendlich nur um die Geistesänderung, dass ich diesen Anteil der Idee des Geistes identifiziere und sehe, ob ich tatsächlich gewillt bin, diese Idee ihm zu übergeben, im Licht auflösen zu lassen. Und dann nur das ist eine Geistesschulung, die aktiv sich Gedanken ansieht und diese Gedanken dem Licht übergibt und eigentlich sieht, dass ja nur der Gedanke Gottes einzig wirklich ist und da ist und auch, dass nichts anderes mehr gewollt wird als der Gedanke der Schöpfung selbst. So, und solange sich das in dem Sinne im Kreis dreht oder abwechselt, solange ist halt Arbeit zu verrichten, ne? Solange bin ich letztendlich zwar am Weg, wie es beschrieben wird in der Lektion, mit der Akzeptanz, dass hier zu vergeben ist der Weg zu Gott, ne? Und es gibt keinen anderen Weg. Und in dem Sinne bietet mir die Vergebung ja an, mir anzusehen, welche Gedanken noch da sind, von denen ich Nutzen habe. Ja. Und wenn wir es genauer anblicken, ne, so können wir es im Detail individuell gesehen durchaus auch sehen, dass vielleicht einerseits bestimmte magische Gedanken sich wirklich minimalisiert haben und so wenig geworden sind, dass sie auch in dem Sinne kein Problem mehr machen. Ne? Und dann wird es eher darüber gelacht und das wird mitgenommen und mit integriert am Nachhauseweg und ist Teil der Feier und wird in dem Sinne in dieser Lichterfahrung ständig dem Licht angeboten und übergeben. Auf der anderen Seite mag es durchaus sein, dass bestimmte magische Ideen, die zuerst durch spirituelle Motivation ja verleugnet wurden und eingehalten wurden, vielleicht sogar verstärkt auftauchen. Ja? Und das ist dann auch kein Zufall, das zeigt auch nur auf, okay, so lange habe ich das eigentlich verleugnet und hinter meinen Gebeten vielleicht versteckt und jetzt zeigen sie sich wieder und eigentlich kann ich dankbar sein, dass ich das sehe, was ich geglaubt habe, dass ich es eh schon transformiert und los habe und kann eigentlich dankbar sein, dass sie sich wieder zeigen als, okay, hier sind meine Heilideen einer Illusion Körper oder Körperidentität. Und ja, und diesmal gehe ich es wirklich mit seiner Führung an und werde es ihm übergeben und arbeite mit dem Licht seines Geistes und nicht mehr mit meinem eigenen Willen und meinen eigenen Ideen, wie ich sie loswerden könnte. Ne? Wenn du dir wirklich ansiehst, auch so wie dieses spirituelle Suchende, wie er sich zuerst eigentlich ausrichtet, auch in der Euphorie und
alles ist natürlich so neu und alles ist so einladend und alles ist so wow, es passiert mit mir, es funktioniert und es ist wirklich ganz großartig. Da ist natürlich genug Motivation da. Ich kann mich auch erinnern, als ich meinen Weg mit der ersten Erfahrung so begann. Da war nichts da, was ich irgendetwas von der Welt oder von meiner Vergangenheit her noch nutzen wollte, noch musste. Und ich bin da irgendwie wie ein Eremit mit der Natur und einfach da im Licht ständig verschwindend, da dahin geschwommen über den Wolken. Ne? Und muss aber klar sagen, dass diese Ideen zurückgekommen sind. Ne? Und ich musste sehr wohl diese Ideen in einer größeren Idee der Integration, wie ich es jetzt nenne, oder der Vergebungsarbeit mir nochmals ansehen. Ne? Und natürlich ein Grundsatz, den ich gelernt habe in der Verbindung mit ihm, ist absolut, mich nicht mehr auf die Opferbank selber zu legen und auf Teufel komm raus was zu versuchen, sondern auch mit mir selbst sanft umzugehen und mir selbst zu zeigen, dass letztendlich sind alle meine Ideen, die die Quelle noch nicht verlassen haben, bereits aufgelöst und zurück im Himmel. Und in dem Sinne brauche ich da jetzt mir nichts beweisen müssen, ne? Indem ich da unter, naja, was als Bild kommt halt rein, wie diese Gesetzlichkeiten, wie sie gegeben sind in Klöstern, in den Ashrams und was man alles tun darf und was man alles nicht tun darf. Und verstehst du, das tut in Wirklichkeit Jesus nicht, ne? Das sind nicht Gesetze, die Jesus beschreibt, ne? Was du einhalten müsstest, um Gott zu finden, ne? Sondern er zeigt ganz deutlich auf, und das ist seine Botschaft und seine Demonstration der Auferstehung, dass Gott ist bereits da, ne? Und er ist bereits in dir und du hast in Wirklichkeit keinen Grund, ihn zu verleugnen und einen Entzugsweg oder einen Auflösungsweg wirklich zu halten und zu beschreiben. Ne? Es ist irgendwie wird es immer lächerlicher, ne? Das muss ich schon sagen. Ne? Das ist auch gut so, ne? Ist gut, wenn wir das sehen, ne? Dass eigentlich dieses spirituelle Praktizieren wirklich nur, es wird so viel Zeit eingespart, dass es tatsächlich nur ein Gedanke des Erinnerns oder des Öffnen des Geistes in diesem Erinnern zu seinem Geist, in seinem Geist ist. Und das ist es schon. Ne? Ja, und wie großartig und dankbar wir alle sind für diesen Kurs in Wundern und die Worte von Christus Jesus. So darf es auch klar sein, dass letztendlich die Richtungsweisung für diesen vergessenen Geist ja auch im Erleben des Ziels, ne, Gott ist mein Ziel, all diese Richtungsweisung in Dankbarkeit sich auflöst. Ne. Mit anderen Worten, du wirst dich an das alles nicht mehr erinnern können. An den Toren des Himmels, ne, sozusagen, ne, wo du all dein Erinnerungspotenzial mit vergangenen Ideen, die dir so wertvoll und so hilfreich waren, werden gar nicht mehr da sein. Da wird nur Licht erfahren und gedacht werden. Und das ist eigentlich schon ein Hinweis, dass es keinen Tod gibt. Weil Tod ist immer mit einer Idee in Verbindung mit der Vergangenheit, ne? Weil die Körperidentität eine Idee aus der Vergangenheit ist. Und da ist einfach nur, wie es auch hier heißt, ein Strahlen, ne? Ja, diese
Ich habe ganz woanders aufgeblättert gehabt, aber es war richtig, wie ich das aufgezählt habe. Das waren die Qualitäten in der Lektion 252. Der Sohn Gottes ist meine Identität. Und in der heutigen Lektion spricht er eigentlich mehr von diesen Qualitäten, die auch die Vergebung notwendig machen. Ne? Ungewissheit spricht dann, Unsicherheit, Weg, Zweifel, Träumen, die Sünde weiterhin eben mit der Vergebung zu entgegnen, sodass es klar ist, dass sie unmöglich ist. Ne? Vergebung ist das Mittel, durch welches unser Geist schlussendlich, schließlich zu ihm zurückkehrt. Und unser kompromissloses Verbinden mit ihm ist in dem Sinne eine Erinnerung dieses kompromisslosen zu ihm zurückkehrens jeden Moment. Ja, wie du siehst, diese Momente der Stille und des Friedens sind nicht eine kleine Meditation. Es ist wirklich alles. Das ist es, ne? Es ist dieser eine Moment des Mich-Erinnerns, wo ich zu Hause bin, wer ich bin, was einzig wahr ist in meinem Geist hier und jetzt. Was in mir wahr ist, was in dir und in allen gleichermaßen wahr ist und immer wahr sein wird. Sind wir damit okay? Ja. Danke, danke, wunderbar, danke, ihr Lieben. Okay, dann habe ich noch einen Song für uns.